Hallo zusammen, unsere Herbsttour geht langsam dem Ende entgegen. Hier verlassen wir den Stellplatz am Campingplatz Kassel und machen uns auf die letzte Etappe nach Wolfenbüttel. Unsere Route führt uns ganz unspektakulär mal wieder über die Autobahn bis nach Wolfenbüttel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei der Gelegenheit habt ihr schon unseren Kanal abonniert. Das ist natürlich kostenlos und ihr verpasst keines unserer nächsten Videos. So, jetzt geht's weiter. So, hier verlassen wir die Autobahn und kurze Zeit später sind wir schon auf der direkten Anfahrt zum Stellplatz. Gleich hinter dem Ortsschild, gegenüber von dieser Tankstelle, also genau hier, ist die Einfahrt zum Stellplatz, an der wir erstmal prompt vorbeifahren. Also erstmal weiterfahren, einen Platz zum Wenden suchen und einen neuen Anlauf nehmen. Diesmal von der anderen Seite. Na also, es geht doch. Jetzt fahren wir erstmal weiter bis zur Schranke des Stellplatzes, stellen das Fahrzeug ab und melden uns an. Zum Anmelden müsst ihr zur Schwimmbadkasse laufen. Dort könnt ihr eure Stellplatzgebühr bezahlen und bekommt einen Schlüssel für die Schranke und für die Sanitäreinrichtung. Auf dem Stellplatz selber könnt ihr euch einen freien Platz aussuchen. Allerdings ist nicht an allen Plätzen Satellitenempfang möglich. Wir haben uns für einen Stellplatz in der Nähe der Einfahrt und der Sanitärgebäude entschieden. Fähr- und Entsorgung und auch die Sanitärgebäude sind direkt an der Einfahrt. Hier sind die Behälter für Restmüll, Glas und Papier und hier ist das Sanitärgebäude. Zugang erhaltet ihr durch den Schlüssel, mit dem ihr auch die Schranke geöffnet habt. Schon beim Eintreten fällt uns auf, dass die sanitären Einrichtungen hier sehr gepflegt, sauber und freundlich sind, so wie wir Camper das gerne mögen. Und auch hier bei den Jungs. Alles sauber, hell und freundlich. Gleich nebenan befindet sich die Fähr- und Entsorgung mit einem Bodeneinlass fürs Grauwasser und einer Säule zum Frischwasserzapfen. Den Inhalt der WC-Kassette könnt ihr in einem kleinen Nebenraum des Sanitärgebäudes entleeren. Der Wohnmobilstellplatz am Stadtbad Okeraue verfügt über 44 parzellierte Stellplätze. Alle Stellplätze haben einen Stromanschluss, der Strom ist im Preis enthalten. Durch den Baumbestand auf dem schön angelegten Stellplatz ist nicht von jedem Platz aus Fernsehempfang per Satellit möglich. Naja, man kann nicht alles haben. Aber es gibt alternativ ein WLAN-Netz, was bei uns gut funktionierte. Ja, so viel zu diesem schönen Stellplatz. Wir machen uns jetzt auf den Weg in die Stadt. Die Altstadt von Wolfenbüttel ist hier vom Schwimmbad aus bequem zu Fuß zu erreichen. Wir werfen noch schnell einen Blick auf den alten Wasserturm, bevor es weitergeht.
Weiter geht es am Stadtgraben vorbei in Richtung Altstadt. Hier sehen wir dann schon die ersten kleinen, wunderschön restaurierten Fachwerkhäuser von Wolfenbüttel. Weiter geht's in die kleine Kirchstraße und hier sehen wir dann die Hauptkirche von Wolfenbüttel. Wenn wir in einer unbekannten Stadt auf dem Weg in die Altstadt sind, dann gucken wir weniger auf den Stadtplan, sondern mehr nach dem höchsten Kirchturm. Denn in der Regel ist dort in der Nähe auch die Altstadt. Und so auch in diesem Fall. Die Hauptkirche hier am Kornmarkt war geöffnet und so werfen wir mal einen Blick hinein. Ja, und bei diesem nicht geplanten Besuch geraten wir mehr zufällig in die restaurierte Welfengruft mit der Ausstellung in der Gruftkapelle. Wir gehen hinunter in die Welfengruft und schauen uns diese toll restaurierten Sarkophage an. Wer hier mehr erfahren möchte, kommt einfach selbst nach Wolfenbüttel oder informiert sich im Internet. Vom Kornmarkt aus geht es vorbei an der alten Apotheke direkt auf den Stadtmarkt mit seinem schönen Rathaus. Das schaut doch wirklich toll aus, oder nicht? Weiter geht's durch die Fußgängerzone zu einem Ort, den wir so auch nicht in Wolfenbüttel erwartet hatten. So mitten in der Altstadt, hättet ihr damit gerechnet? Für uns geht's wieder zurück in die Fußgängerzone. Wir können uns an den tollen alten Fachwerkhäusern gar nicht satt sehen. Das nächste Highlight erwartet uns am Schlossplatz mit dem herzoglichen Schloss und dem Zeughaus. Im Schloss Wolfenbüttel ist heute ein Gymnasium und ein Museum untergebracht. Also wenn ich das hier so mit dem Schulgebäude vergleiche, in dem ich zur Schule gegangen bin, muss ich sagen, Hut ab, nicht schlecht. Das Zeughaus auf der anderen Seite des Platzes ist heute eine Bibliothek untergebracht. Es geht zurück in die Fußgängerzone und jetzt haben wir uns erstmal eine Stärkung verdient. Die tolle Altstadt von Wolfenbüttel hat uns so gut gefallen, dass wir spontan eine Nacht verlängert haben. Am nächsten Tag sind wir wieder in die Stadt und auch diese Bilder möchten wir euch nicht vorenthalten. Die St. Trinitatis-Kirche hier am Holzmarkt ist die zweite große Kirche in Wolfenbüttel. Leider war hier nicht geöffnet, sodass man nicht hineinkam. Weiter geht's zur nächsten Sehenswürdigkeit von Wolfenbüttel.
In Wolfenbüttel wird bekanntermaßen ja diese Hochsitz-Cola hergestellt, die hier produziert wird. Eine Besichtigung war zum Zeitpunkt unseres Besuches leider nicht möglich, so dass es von hier keine Bilder. Das nächste Bild zeigt einen enttäuschten älteren Herrn bei dem Bummel durch Wolfenbüttel. Nichtsdestotrotz verbringen wir noch einen schönen Nachmittag in Wolfenbüttel und eine ruhige Nacht auf dem Stellplatz, bevor es für uns wieder nach Hause geht. Ja, unsere Herbsttour 2023 geht hier zu Ende. Wir verlassen den Stellplatz und wir verlassen ein wunderschönes Wolfenbüttel, in das wir bestimmt nochmal zurückkommen. Wenn euch unser Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über einen freundlichen Kommentar, einen Daumen hoch und lasst gerne ein Abo da, das kostet nichts und ihr verpasst auch nicht das nächste Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.